Kaltes Wasser. Aber willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Wir sind hier beim Drachenschädel beim alten Bahnhof, denn wir sollen uns mit Herrn Urban treffen. Scheinbar ist er jetzt hier und will mit uns reden, weil wir ihm geholfen haben, jede einzelne Eisenbahn wieder in Takt zu bringen. Und das ist er wirklich. Er war hier auf dem Boden, lag hier tot. Also wirklich tot. Dann steht er einfach wieder auf, als wäre nichts gewesen. Oha. Hallöchen. Da bist du also, die Person, die meine Eisenbahn in Stand gesetzt hat. Mein Name ist Urban. Ich habe die transdrakonische Eisenbahn gegründet. Und dich kenne ich auch. Du bist Eric vom Team Drachenbande. Also ich möchte sehen, wozu du imstande bist, falls du diesen Bahnhof wieder in altem Glanz erstrahlen lassen willst. Wie? Was soll ich hier machen? Der Typ ist auch wach geworden. Was geht ab? Was brauchst du denn? Wir haben schon alles. Ausgebleichte Knochen? Kann man hier in der Nähe anscheinend finden. Ja, die haben wir. Sehr gut. Einen Säbelzahn. Eine Säbelzahnkatze. Oh, Gott sei Dank habe ich zwei. Gott sei Dank habe ich zwei. Ja, da sieht man schon diese blaue Fahne. Der ist in unserem Team. Den kann ich auf keinen Fall abgeben. Aber diesen Irokesi hier. Meinetwegen. Den kannst du haben. Bitteschön. Und wenn du da ein Abenteuer fortsetzt, stößt du vielleicht auf ältere Sanguinit. Wir haben genau 5 Stück. Das sind, glaube ich, die letzten Dinger, die wir noch haben. Und die man noch braucht. Perfekt. Hat ja super geklappt. Alles läuft nach Plan. Yeah. Du, 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 du. Der verlassene Bahnhof ist jetzt einsatzfähig und als Ziel auswählbar. Richtig geil. Jetzt müssen wir nicht immer diesen Lift nehmen, um nach unten zu gelangen. Wir können einfach mit dem Zug hinfahren. Und das bedeutet, glaube ich, auch, dass hier... Die Map, nee, die Map ist noch nicht ausgemalt. Aber wird sie gleich. Das wird sie sicherlich gleich. Und ich glaube, wir reden jetzt oben nochmal mit der Herr Urban. Wir haben doch jetzt unseren Skill bewiesen, oder? Wo bist du? Da ist er. Du hast es geschafft. Der Bahnhof ist wieder betriebsbereit. Du bist wirklich ein beeindruckender junger Mann. Ich denke, du hast es verdient, ein wenig mehr über mich zu erfahren. Also ja, wie schon gesagt, ich heiße Urban und ich bin Gründer der transdrakonischen Eisenbahn. Das von mir erbaute Netz erstreckte sich in jeden Winkel dieser Inseln. Obwohl ich natürlich nicht allein war. Ich hatte Hilfe vom goldenen Souverän. Ach, es lief alles bestens, bis er einen verhängnisvollen Fehler beging. Seine Gier nach Schätzen kannte keine Grenzen und diese Besessenheit führte dazu, dass er sich auf das verbotene Terrain von Isla Dorada verwagte. Daraufhin wurde die Verbindung der Insel zum Rest der Welt irgendwie gekappt und sie verschwand am Firmament. Oder am Firmament, ja. Nachdem sie fort war, funktionierten die Blutlinien nicht mehr, die sich durch das fressliche Drakonien zogen. Und naja, es wurde unmöglich, Sanguini zu finden. Mit der Firma ging es steil bergab, was mir das Herz brach. Ich fiel in eine tiefe Verzweiflung und starb. Doch leider bedeutete der Tod für mich nicht das Ende. Mein Schicksal war es, auf ewig in dieser geisterhaften Gestalt zu verbleiben. Aber dann hörte ich, dass du unsere Bahnhöfe wieder in altem Glanz hast zerstrahlen lassen. Und mir wurde klar, dass mein Traum weiterlebte. Mein Traum davon, dass unsere Züge die ganze Welt umfahren und unseren Fahrgästen ihre unzähligen Schönheiten näher bringen. Selbst in der Glanzzeit der Firma waren die Blutlinien niemals zu einem Ganzen vereint. Aber nun glaube ich, dass es möglich wäre. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du dem Eisenbahnpersonal von meinem Traum berichtest. Ich möchte also seine Züge in die ganze Welt fahren? Ist das überhaupt möglich? Wir sollten wohl zurück zur Endstation und Herrn Blechheimer Bescheid sagen. Verstehe. Damit er ewigen Frieden bekommen kann im Afterlife, sollen wir ihm die Antwort geben, ob es möglich ist, überall Züge aufbauen zu können. Oder, also, oder auch nicht. Ne? Genau, das ist der neue Ort, die Leklohe. So heißt das offiziell. Ich fahre nochmal kurz hier hin, weil ich glaube, da steht ein Roboter und mit dem können wir reden und sagen, yo, wir sind ready. Gib mir die ganze Map, damit ich alles ausgemalt habe und das wie 100% aussieht. Es sieht dann gut aus. Ja, soll man sagen. Ist da keiner? Vielleicht habe ich mir auch verschätzt. Ja, hier ist einer, aber auch nicht der, von dem ich gesprochen habe. Nö, irgendwie kriegen wir
die Map nicht ausgemalt. Schade, vielleicht kommt das noch. Es kann sein. Gehen wir auf jeden Fall erstmal hier zurück und erzählen ihm von Herrn Urbans Traum. Ich glaube, die anderen Sachen hier sind alle nicht wichtig, sind alles nur so tägliche Missionen. Gehe ich mal von aus. Bin ich mir relativ sicher. Aber ja. Ja, stimmt, ich habe noch 3 Silberschätze. Wow, krank. Hoffentlich werde ich nicht krank. Und wir haben ja noch einige kleine Missionen zu erledigen. Wir sind also so oder so noch lange nicht fertig. Ich muss so gucken, mit welchem ich anfange. Na, viele von den Sachen kann man auch einfach nur zwischendurch weitermachen. Wenn ihr was ich meine. Sowas wie 5 von den Drachen erwecken. Das ist sowas, passiert zwischendurch. Oder besiege so viele von diesen Gegnern. 50k Elite-Schulen-Broschüre. Eine Broschüre für Bewerber an der Schweinspickelschule, einer prestigeträchtigen Bildungseinrichtung im hohen Norden. Steinreißer. 50k. 2 scharfe Splitter, die von einem massiven Steinblock abgeschnitten wurden. Sie werden von Monstern als Waffe im Maul getragen. Hm? Foto eines zwielichtigen Typs. 100k. Ein Foto eines Mannes, dessen beschwichtigende Worte jeden in falscher Sicherheit wiegen können. What? Der ist mir nicht ganz geheuer. Das Ungeheuer. Oh. Hallo, Herrn Blechheimer. Mit Ihnen wollten wir reden. Also, Harry, konntest du mit Herrn Urban reden? Und was hat er gesagt? Ach, verstehe, er ist also tot. Nun, das war wohl auch zu erwarten. Allerdings bin ich nicht davon ausgegangen, dass seine ruhelose Seele noch immer herumschreift. Nun, zu seinem Traum. Da ich ebenfalls Eisenbahnliebhaber bin, teile ich ihn natürlich. Stell dir Strecken vor, die durch die ganze Welt verlaufen und Fahrgäste, die deren Pracht bequem aus dem Waggon heraus genießen können. Tatsächlich habe ich viel Zeit damit verbracht, die Umsetzung eines solchen Traums zu erforschen. Und ich glaube, dass ich einen Weg gefunden habe, wie dies mit ein wenig Hilfe der anderen Bahnhofsversteher funktionieren könnte. Da nun alle Bahnhöfe wieder geöffnet sind, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, es auszuprobieren. Ich beabsichtige, meine Kollegen zu kontaktieren, damit sie die letzten Vorkehrungen treffen. Könntest du dich in der Zwischenzeit noch einmal zu Herrn Urban begeben, um ihn von unserem Plan zu unterrichten? Ja. Wir können uns ja einfach sofort hin teleportieren, das ist ja der Vorteil jetzt. Was auch immer hier schön ist. Nehmen wir mal mit. Eine nette Frucht. Nee, das ist fehlenwollig. Sieht aber immer noch aus wie eine Frucht für mich. Where are you going? Warte, was? Wieso steht da 100? Was? Wieso steht hier 100%? Hab ich noch nie gehabt. What? Okay, ist egal. Lass mich nicht ablenken. Schätze sammeln ist gerade nicht erstrangig. Vielleicht auch nicht zweitrangig, da bin ich mir nicht sicher. Erstrangig geht erstmal, dass wir uns um die Sidequests kümmern. Denn die Hauptquest ist ja schon vorbei, die gibt's nicht mehr. Also die Sidequests jetzt unsere Hauptquests geworden. Oh, hey, du bist ja auch hier. Warum sollte ich denn mit ihm reden, wenn du hierher kommen würdest? Ah, Eric, danke, dass du gekommen bist. Die Zeit ist reif, Herrn Urbans Traum, oder sollte ich eher sagen, unseren Traum, Wirklichkeit werden zu lassen. Dun, 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 dun. Wir haben unsere Züge verbessert. Jetzt können sie die Welt einmal komplett umrunden. Tatsächlich kann es jederzeit losgehen, aber wir wollten, dass du uns die Ehre erweist, für die Eröffnungsfahrt in den Führerstand zu steigen. Was meinst du, Eric? Bist du dabei? Nee, erstmal nicht. Ja, natürlich! Großartig! Vielen lieben Dank! Die anderen Bahnhofsversteher sollten in Kürze eintreffen. Und doch mit dem Zug? Mit dem Zug, um die ganze Welt zu fahren, macht bestimmt Spaß. Ich komme auch mit. Oh. Da kommen die Vorsteher. Die Bande in vielen verschiedenen Geschmacksfarben. Thank you for your patience. Danke für eure Geduld. Es kann losgehen. Was haben wir vor? Die Power Rangers. Herr Urban, geschätzter Gründer der Transatlantischen Eisenbahn, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass es eine Ehre war, eure Bekanntschaft zu machen. Sehr an. Ihr habt also die Firma in meiner Abwesenheit geführt? Ich bin aufrichtig dankbar. Ihr habt die Transdrakonische Eisenbahn am Leben erhalten. Selbst nach meinem Tod. Oh, es gibt keinen Grund, uns zu danken, Herr Urban. Für uns war es eine Herzensangelegenheit. Aus Liebe zur Firma und aus Liebe zur Eisenbahn.
Tja, das macht mich sehr glücklich. Es ist schön zu wissen, dass meine Ideen und Wünsche mich überlebt haben. Es wird jetzt Zeit, dass ich mich verabschiede, aber nicht bevor mein Traum erfüllt ist, zu sehen, wie einer unserer Züge um die ganze Welt fährt. Tschu-tschu! Tschu-tschu! Endlich haben wir gute Neuigkeiten, Herr Urban. Wir haben uns richtig Zeit gelegt, um unsere Züge zu verbessern. Und wir sind zuversichtlich, dass diese Lokomotive die Welt innerhalb von Minuten umrunden kann. Ist das überhaupt möglich? Wärst du so gut, Eric? Spring an Bord und umreise Draconien. Come on! Wie jetzt? Free Traveling oder was? Mann, ist das aufregend! Komm schnell, Eric, los geht's! I guess so. Ja, ich schätze. Machen wir mal. Wie funktioniert das? Können wir jetzt wirklich einfach durch die ganze Gegend reisen? Oh. Low Quality Cutscene, okay. Passt auf! Wo war der goldene Drache? Wow. Der böse Steampunk. Oh, den haben wir nie gesehen. Der sieht krass aus. Ich habe auch nie so wirklich mein Dream Team gebaut, aber das hat auch nicht nötig gehabt. Ach, stimmt, ihn gibt's ja auch noch. Der erste Boss so gesehen. Aber wir haben ihn nur bestohlen. Das Bekämpfen war zu schwer. Wow. Wow. Ich weiß noch, der Ice Golem, der erste Bossgegner, den wir. Oh. What do you think that is? Let's take a look later on. Oh, das war ein Hinweis. Hinter einem Baum ist was. Let's take a look later. Ja, aber der Eis gibt's doch da hinten und nicht da, wo gerade herkam. Na, ist auch geil. Oh, schöne Grafik endlich. Ah, mein geliebter Zug. Jetzt kann er alle Wunder der Welt offenbaren. Endlich hat sich mein Traum erfüllt. Danke, vielen Dank. We'll keep things ship-shape. Keine Sorge, Herr Urban. Die Farbe ist bei uns in guten Händen. Bleichhammer, ich glaube, der ist weg. Rest easy. Oh, den Frieden. Ihr habt es euch verdient. Thank you very much. Danke für alles, Eric. Du hast Herrn Urban sehr glücklich gemacht. Und natürlich hast du auch unsere gesamten Bahnhöfe instand gesetzt. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll. Wir können jedoch versprechen, dass wir das Team Drachenbande auch weiterhin nach Kräften unterstützen. Now. Dann kehren wir lieber zurück. Es gibt noch jede Menge Schätze und die suchen sich nicht von selbst. Really? Ich schätze, du hast recht. Achievement, Superschaffner für den Abschluss der Eisenbahnmission. Modellzug, das Modell eines Zugs von der Art, wie die transdrakonische Eisenbahn sie benutzt. Im Geschenkladen erhältlich, solange der Vorrat reicht. Okay. Ist doch hübsch. Banner, Herr Bleichheimers. Ein Banner mit einem Emblem, das Herrn Bleichheimer in Gold zeigt, auf königsblauem Grund mit Sparren. Es symbolisiert die Erneuerung der transdrakonischen Eisenbahngesellschaft. Wow. Und damit wären alle Bahnhöfe auf dem Drachenschädel wieder betriebsfähig. Und ganz Drakon. Wie nett. Ist die Map hier immer noch nicht? Oh doch, ich glaube schon. Weil hier ist so eine komische Umrandung. Ich glaube, hier ist die Map jetzt endlich ausgemalt. Yippie! Sieht ja so ein bisschen komisch aus. Aber es passt schon. Okay, jetzt wollen wir mal ganz kurz auf unsere Missionstabelle schauen. Denn wir haben zwar die Eisenbahnmission komplett abgeschlossen. Hauptmission auch komplett abgeschlossen. Es gibt aber noch eine Teammission. Sowohl dies hier als auch das hier. Das waren hier nochmal gewollt. So, leckeren Kuchen machen. Hier fehlt noch was Wichtiges. Ein paar Freilandeier. Stimmt, Vögel besiegen war da noch die Mission. Das ist egal, das ist egal. Das, ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so Lust drauf. Das ist halt für, wenn man sich ein paar Banner holen will. So kann man hier, ihr seht ja schon, ein paar Banner sich holen, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Teammission, die Abenteuermission noch im Let's Play zu machen. Das hier dauert noch ein bisschen. Ein bisschen nervig. Die gefärbten Truhen müssen noch finden, okay. Was müssen wir noch machen?
Ich hab's ja alles vergessen. Mit Brisido können wir erst reden, wenn wir Levantas Mission geschafft haben. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist leider so. Dafür muss uns nämlich Levanta respektieren, das tut er erst danach. Ich muss doch einen Kristallgegner finden. Borny hat auf einen, Lust auf einen weiteren Kampf. Ich weiß aber leider nicht, wo sie ist, deshalb steht auch Finde Borny. Genau, die letzten drei Ballons muss ich irgendwann finden und das war's. Ich würde sagen, wir gehen ins Eisgebiet und schauen mal, was da geglitzert hat. Weil das ist das Erste, was mir gerade im Kopf geblieben ist. Also schauen wir mal nach. Hat der Zug schon mal rot? Egal. Okay, ich bin wieder oben auf dem Berg. Hab noch ein paar Eier bei den Vögeln gefarmt und das ist zumindest so viel, wie ich brauchte. Und jetzt ist die Frage, was sollte ich eigentlich hier? Hier ist ein Level 50 Todesprinz, der keine Chance gegen uns hatte. Mit einem Schatz. Modell von Drakonien. War das der Schatz? Das ist ein krasser Schatz. Ein maßstabsgetreues Modell von Drakonien. Die transdrakonische Eisenbahn hat in langer Arbeit alles ganz genau vermessen und abgebildet. Ah. Okay. Ich weiß nicht, war das der Schatz jetzt nach dem... Hier? Nachdem wir hier gesucht haben? Oder ist hier noch was? Ich dachte, vielleicht war das so ein Hinweis auf einer der bunten Kisten. Schätze. Aber scheinbar nicht. Was ist gerade in die Luft geworfen? Oh. Er hat sich gerade selbst getroffen. Habt ihr es gesehen? Lol. Nee, ich glaube, hier sind wir wieder falsch. Ich glaube, das war wirklich einfach die Kiste, die gemeint war. Die jetzt hier scheinbar gespawnt ist. Oder. Aber nur die Katze schnell zeigen wollte. Hey, das hast du auch nicht geholt. Mach das mal. Das ist wichtig. Und wie wichtig das ist. Oh mein Gott. Oh, ich habe so gehofft, dass ich die nicht nachschauen muss. Na gut, bisher kann das ja noch sein, dass ich die nachschauen muss, die restlichen. Ernsthaft, erwischt die nicht? Komm schon. Ist das jetzt? Fliegt da halt hin. Was soll's. aber ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab zurück zur Base. Und schauen wir dann, wie es weitergeht. Bam. Zwei von den Ballons fehlen noch. Oh, ich freue mich schon. I'll take a closer look. Hilfe. Hey, Statue eines Gibbonsen. 300k, die Statue eines Monsters. Und Sardellen-Sandwich, 60k. In Olivenöl marinierte Fischlein zwischen zwei Scheiben frisch gebackenen Brotes. Frisch gebacken? Und ein ikonisches Winteroutfit. Für die Weihnachtsfrau. Ein Nerzmantel! 22,2 Millionen? Ein sündhaft teurer Mantel aus den flauschigsten aller Fälle. Ja, in allen Fällen auf jeden Fall. Was? Crazy. Ja, noch ein paar besondere Schätze mitgebracht. Unter anderem der Zug, mit dem wir die ganze Zeit gereist sind. Ich habe leider geskippt, wie viel der wert ist, aber egal. Und die Insel, die alleine schon 24,8 Millionen wert. Ist okay, what the hell. Boah. Aber hier kann man das voll nochmal sehen mit den zwei Köpfen und deren Körperteile, wie so getrennt sind. Hm. Hat sich einiges getan. Oh mein Gott, haben wir jetzt einfach genug? Ich glaube schon. Yes! Finally, wir sind durch damit. Rang 14, Platinjäger. Sind wir jung durch damit? Schätze nicht, weil das geht ja scheinbar noch weiter. Aber Rang 14 bin ich mir zufrieden, da können wir da aufhören. Ich wüsste gar nicht, wie es weitergehen sollte. Ich meine, guck dir das mal an. Voller geht's nicht. Es regnet Gold bei uns. Das Team Drachenbande ist jetzt ein rein Gold-Team. Ja. Wir sind das Maximum. Es geht zwar noch weiter, aber es bringt halt nichts. Glaube ich. Wow. Hier jeden Tag aufzuwachen. Das hat was. Ich frage mich, ob da hinten jetzt auch was Neues ist. Du redest hier mit dem Drachen. Der macht aber nur Gras, ne? Auch der nicht. Aber egal, it's my turn now. Jetzt kann Eric ein bisschen mit dem reden. Und ich mache ein paar Sidequests. Boah.
krasse Theke. Hast du deine eigene Ecke, auch dein eigenes Zuhause dort? Du kümmerst dich um die anderen, stimmt. Wow, und hier ist auch alles komplett voll geworden. Mit irgendwelchen Items, die wir ja mal gesammelt haben. Ich bin zwar nicht super zufrieden, was wir so aufgestellt haben, weil ich einfach nur irgendwas irgendwo hingestellt habe, aber... Solange es viel wert ist und Leute neidisch werden, ist alles in Ordnung. Ja, das ist something new, aber ich habe auch something new. Ich habe nämlich 20 Quadrat-Eier. Was für wunderschöne Eier. Danke. Na, ich hab zu danken, Mila. Ich werde sie gleich Madame Bankmanager bringen, damit sie mit Krankon anfangen kann. Ich frage mich, was sie wohl backen wird. Einen Schokoladenkuchen oder einen gestürzten Obstkuchen? Ich kann es kaum erwarten. Aber reden will ich über Kuchen. Da muss vorher noch eine Aufgabe erledigen. Ex hat eine große Überraschung für die Party geplant. Er meinte, dass er eine Art Apparat baut. Aber ihm fehlt dazu nur irgendwas Wichtiges. Irgendwie so ein Bauteil oder so etwas. Er hat gesagt, dass er zwei grandiose Achate der Evolution braucht. Wäre es so gut, sie ihm zu bringen? Komm zu mir, wenn du sie aufgetrieben hast. Thank you very much. Was? Was für Dinge? Die habe ich nicht, oder? Doch? Genau zwei Stück von diesen Eiern. Plant aber eine große Überraschung, aber bloß zwei Dinger. Man findet sie offenbar auf dem Winterteil. Ja, wo auf dem Winterteil? Das habe ich nicht herausgefunden. Gut, dass ich die habe, aus irgendeinem Grund. Vielen lieben Dank. Ich werde dafür sorgen, dass Axel sie bekommt. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du jetzt sämtliche Aufgaben erledigt. Die anderen werden begeistert sein. Ich sage ihnen gleich Bescheid, damit wir alles vorbereiten können. Du kannst bis zum Abend die Füße hochlegen. Die Pause hast du dir richtig verdient. Okay. Eric und Mida warten geduldig, während um sie herum die Vorbereitungen im Gange sind. Und dann bricht der Abend herein. Ahem, meine Damen, Herren und Monster aller Art, vielen Dank, dass ihr heute Abend alle gekommen seid. Wie ihr wisst, gibt es in der Basis nun nicht nur drei blühende Geschäfte, sondern auch zwei brandneue Wohnheime. Und zu diesem freudigen Anlass veranstalten wir heute Abend eine große Betriebsfeier, direkt hier in unserer Basis. Und jetzt gebe ich das Wort an Herrn Bleichheimer weiter, damit er einen Trinkspruch ausspricht. Ausbringt, so. Bravo! Bravo! Tja, also hier ist es auf alle Fälle viel lebendiger als früher. So viel steht fest. Fast, als wäre die Firma wieder zu altem Ruben gelangt. Natürlich wäre nichts von all dem ohne den heldenhaften Einsatz von Eric, Mida und allen Monstern, die heute hier sind, möglich gewesen. Wir müssen unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen und aus Team Drachenbande die beste Schatzjägermannschaft machen, die es in Drakonien jemals gegeben hat. Und nun lasst uns anstoßen auf uns! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Da freuen sich alle. Und sie hat uns einen Kuchen gebacken mit den Eiern. Das ist ein schicker Kuchen. Oh, mit einer Kiste oben drauf. Da kriegt ihr mal Hunger. Ah. You greedy pig. Ach ja. Was hat er uns erbaut? Ein Feuerwerk! Sogar mit Gesichtern. Ein Schleim, ein Schatz und... Nicht zu vergessen... Ja, Schleim, Schatz... Schatz, Schleim... Okay, ich dachte, jetzt kommen noch unsere Gesichter, aber das wäre zu krass gewesen, glaube ich. Schöne Party. Party-Löwen-Achievement. Ich muss schon sagen, das war eine spitzenmäßige Betriebsfeier. Hat sie dir auch so viel Spaß gemacht wieder? Madame Blankmanager hat sich bei der Verpflegung selbst übertroffen. Und was soll ich so extra zur Überraschung sagen? Mit einem Feuerwerk hatte ich nicht gerechnet. Ich wette, die Monster sind jetzt so motiviert wie noch nie zuvor. Was schätziger Teams angeht, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass es weit und breit kein besseres Team gibt als Drachenbande. Heißt das, die sind jetzt mehr motiviert und man ist mit denen jetzt stärker? Oder ist es einfach nur so gemeint worden? Wir kriegen einen Kuchen, einen... Oh, Gâteau Géant? Ach, keine Ahnung. Eine turmhohe Torte, gebacken von der Konditorin ohnegleichen, Madame Blankmanager. Naschkatzen sollten sich in Zurückhaltung üben. Dieses nehme ich neue Modell. Kein echter Kuchen. Aber der ist auf jeden Fall ein Stückchen wert. I have something new to offer you. Das werden wir jetzt auch wahrscheinlich herausfinden. Ich kann die Kamera nicht mehr bewegen. Also das Spiel sagt, jetzt machen wir. Gibt's noch was im Handelszentrum? Neues Rezept? Beste Kumpelkugelformel. Ja, kaufen wir auf jeden Fall. Oh, die war teuer. Aber es wird sich gelohnt haben.
Sind wir mal die Kugel erwähnen, New Stock. Ja, New Stock. Neuer Stock. Über Stock und Überstein. Oh, dafür brauchen wir die Eier. Für die beste Kumpelkugel. Erhöht die Chance, dass sich ein Monster deinem Team anschließt. Enorm. Also hieß ja... Wo war das? Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall jetzt 4 Kugeln. Das ist wie Pokéball, Superball, Hyperball und dann... Noch ein weiteres Zwischending. Weil das ist so ein halber Meisterball ist. Keine Ahnung. Kann man so ansehen, schätze ich. Ansonsten kann man sie noch hier kaufen. Finde ich gut. Hab sogar einen. Haha. Come back soon, ja? Come back soon. Ja, vielleicht. Mhm. Ne? Wird das hier nicht angezeigt jetzt? One step at a time. One step at a time. Ah, ich dachte, der Schatz wird uns hier angezeigt, den wir gesammelt haben. Irgendwie nicht. Und die Musik hat sich hier geändert. Hier ist wirklich jetzt so ein Freizeitpark. So fühlt sich das zumindest gerade an. Und ich finde es übrigens immer noch gut, dass man da das Portal hat. Okay. Damit wäre das mit der Base, mit der Teammission. Genau, die Teammission ist abgeschlossen. Natürlich gibt es jetzt auch hier dieses Ein Hoch auf die Jagd, dass wir hier ikonische Schätze in den Besitz bringen sollen. Ich glaube, das sind dann alle ikonischen Schätze. Ich weiß es nicht genau. Das wird das allerletzte sein, was wir machen. Das wird nämlich super lang dauern. Machen wir ein paar Abenteuermissionen, oder? Das wird noch dauern, leider. Aber was ich auf jeden Fall jetzt in Angriff nehmen könnte, wäre, die 3 Truhen zu finden. Und wenn ihr mich fragt, ist auch das Klügste jetzt zu machen. Also werde ich die jetzt mal suchen gehen. Ja. Ey, bin ich gerade blöd? Oder sehe ich hier gerade 3 Ballons? Ihr seht es doch auch, oder? Also einer ist mal da drüben an der Brücke. Einer ist hier bei dem Loch. Und einer ist dort. Oder nicht? Oh, und schaut mal. Dafür bin ich eigentlich hergekommen. Nee, da ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Ballons. Da muss ich gleich mal hingehen. Aber ja, ich wollte eigentlich hier hin. Weil wir hier einen Schatz haben. Drachlingjuwel. Ein Vogelnestjuwel, das unter Drachlingen heiß begehrt ist. Das liegt hier einfach rum. Normalerweise muss man gegen den Henker kämpfen, der ist aber jetzt ein bisschen zu spät gespawnt. Lalala, Idiot. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt einen Cut gemacht habe. Hier ist ein Ballon. Moment. Jetzt. Also das war hundertprozentig schon mal ein Ballon. Das war schon mal richtig. Wenn wir mal kurz auf die Mission schauen, müsste es nur noch einen Ballon geben. Außer es heißt am Ende, es gibt mehr als 60 Ballons. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das... Naja, also es könnte auf jeden Fall wahr sein, weil da ist ein Ballon, glaube ich, und da auch. Und war hier drüben nicht auch einer? Da, an der Stelle? Okay, es sind auf jeden Fall mehr als 60 Ballons. Es werden wahrscheinlich 80 oder im schlimmsten Fall sogar 100 sein. Weil, ihr seht ja, ich bin jetzt hier hingerannt. Hier ist auf jeden Fall ein Ballon, ist klar. Aber... Hallo? Kollege? Soll das? Was? Hä? Wie knallt er da gegen die Wand? Hä? Ihr seht's auch, ne? Was? Okay, ja, aber hier sind ja mindestens noch 2 weitere. Vielleicht muss man nicht alle bekommen, aber ich gehe stark davon aus, man muss jeden einzelnen davon Platz lassen. Und, ja, es gibt einen Grund, warum ich überhaupt hier bin. Wie gesagt, ich hole ja jetzt gerade alle Kisten nach. Und wenn wir sowieso gerade ein paar Ballons finden, nehme ich die auf jeden Fall auch mit. Ist ja klar. Da oben mit Begrenzung ist ja auch noch lang. Ernsthaft? Oh Gott, das ist ja... Oh Gott. Ich habe da oben was übersehen. Hier ist noch ein Schatz, schön. Was zum... Das ist noch ein Ballon und... Oh Gott, jetzt bin ich langsam
überfordert. Na komm. Na komm! Das gibt's doch nicht. Da. Geh mal weg da mit deinem Fuß! Mein Gott! Oh Gott, oh nein. Worauf habe ich mich hier eingelassen bei den Ballons? Es sind 80, oder? Es sind 100! Wow, cool! Ein Stern! Ich weiß nicht, ob es der Ballon ist, den ich gesehen habe, aber hier oben bei dem Ring ist auf jeden Fall einer. Oh, ob ich den bekomme? Der ist so weit weg. Ich glaube nicht, dass ich den von hier bekomme. Das wird ein bisschen knapp. Ich kann es versuchen. Ich komme auch immer näher. Ich verschwende auch gerade so ein bisschen meine Steinchen. Okay, aber ich hab's. Oh. Verstehe. Na gut. Noch ein Schatz. Okay, da ist ein Ballon und hier vorne ist irgendwo noch einer. Plop. Oh. Da, direkt unterm Baum. Komm, ich krieg das von hier? Nee, natürlich nicht. Man kann es mir ja auch nicht einfach machen. Plop. Oh, Bernstein-Draco. Den brauche ich. Den muss ich stibitzen. Nein. Das ist für die Katzbalger-Mission. Yes. Das sollten alle gewesen sein für Katzbalger. Oh, Stufe 50. Abenteuer-Veteranen. Krass, ist Stufe 50 jetzt wie riecht das Maximum? Weil Leo zum Beispiel ist ja Stufe 51 schon. Auf jeden Fall Stufe 50 muss man sein für ein Achievement. Übrigens, ganz oben auf diesem Kaktus. Ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht schaffen, aber irgendwie muss man da raufkommen. Und dann bekommt man da oben drauf eine Kiste. Denn da ist tatsächlich eine Kiste auf diesem Kaktus. Man kann hier drauf stehen. Ich wäre nicht darauf gekommen, wenn ich ehrlich bin, aber es soll gehen. Tut das hier weh? Nö. Wird auch nicht weggeschleudert, seht ihr? Man kann hier wirklich drauf stehen, das hat geklappt. Hat's geklappt? Ich bin ein bisschen stuck gerade. Hallo. Alter, ich dachte gerade, ich verbrenne. Das wäre richtig, richtig ärgerlich gewesen. Wieso ist hier so dunkelrot? Wie komme ich hier raus? Schatz! Brauche ich nicht. Lass die Silberschätze immer liegen. Immer liegen lassen. Oh! Okay. Stelle. Ort und Stelle. Eventuell kann man es von hier schaffen. Oh! Das war ein Timing. Ein sehr schlechtes Timing. Ich hoffe, Leo hatte keine Schätze. Weil ich kann jetzt keine Rücksicht auf ihn nehmen. Ja, ich weiß. Komm, teleportiere schnell zu mir. Ich bin auf dem Kaktus. Oh, Gott sei Dank. Freunde, ihr braucht schnell Heal, glaube ich, wie es scheint. Damit ihr nicht sofort down geht, falls die sich hin teleportieren sollten. Okay, also. Ich bin auf dem Kaktus drauf. Irgendwo hier auf diesem Kaktus ist eine Kiste. Ich gehe mal davon aus, da auf dem obersten Spitzen da. Keine Ahnung, wie heißen das? Wie heißen diese Dinger bei dem Kaktus? Diese einzelnen Arme. Ach, keine Ahnung. Jetzt passt auf, am Ende bin ich am falschen. Was gibt's denn, weil ich weiß keinen anderen. Was? Bin ich wirklich falsch? Moment. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe nur einen kleinen Guide, der mir zeigt, wie das auf der Map aussieht. So, und da stand hier halt mittendrin in diesem Kaktus. Da dachte ich mir, okay, man muss da halt drauf. Was ich übersehen habe, ist, dass das ja genauso gut auch sein kann, dass das direkt da unten ist. Und da unten ist es auch. Mein Gott. Aber erstmal müssen wir hier gegen das Rivalenteam kämpfen. Gib mir kurz einen Moment, das wird nicht lang dauern. Sollte zumindest nicht lange dauern. Und ich habe übrigens, als ich unten links diese 3 erreicht habe, den Drachen erweckt, aber da stand dann nur, du erweckst das Tier in dir. Das hat wieder nicht gezählt. Also, ich weiß wirklich nicht, wann das zählt. Ich check das wirklich nicht.
Ja, den Drachen entfesseln, aber vielleicht zählst du auch nur für die Teammates, dass man einen Drachen entfesselt? Ich weiß es nicht. Also ja, am einfachsten ist es hier mit ihm hier runterfallen. Kriegt man keinen Volldamage. Zack, sind wir unten. Warte, hier unten waren wir doch vorhin. Oh, ich Idiot, ich hätte es sofort finden können wahrscheinlich, oder? Es müsste sich... Wo müsste es sich befinden? Gibt es hier so eine Zwischenablage? Ich glaube schon. Moment. Muss hier irgendwie... Ah! Muss hier hochklettern. Genau, man kann hier zwischenstehen. Und hier ist es. Und hier ist auch eine Tafel? Warte, was? Es gibt noch mehrere? Nachdem die Körper der Drachen sich in diese Inseln verwandelt hatten, entstanden aus ihrer schwindenden Lebenskraft große und verehrte Bestien, die man die Uralten nennt und die als Beschützer der Reichtümer des Landes dienen. Darüber hinaus stehen auf der goldenen Insel selbst große Statuen, die über die dortigen Schätze wachen. Waren wir hier nicht? Scheinbar nicht, oder? Gigantjuwel! Ein funkelndes Juwel, das unter Giganten und dergleichen Monstern heiß begehrt ist. Ja, ja. Hab ich das auch mal. Das ist wirklich unfassbar. Ich bin hier wirklich gar nicht fertig mit den Ballons. Überhaupt nicht. Ich sehe auch noch da hinten einen. Nicht nur hier vorne. Aber ja, wenn ich den hier vorne gerade mal sehe, ich will aber nichts verschwenden. Ja, ich habe ein paar Wasserbomben. Ich schätze, die kann ich werfen. Warte, hier ist auch ein Shop, bin ich blöd? Ich bin doch extra hier mit der Bahn gerade hingefahren. Oh mein Gott. Kaufen! Ernsthaft, du hast nur so ein bisschen Müll? Ich dachte, du hast vielleicht... Doch, Kugel hat er. Ja, hat Kugel. Ja, passt schon. So, also, der hinten. Moment. Der hinten schon mal. Oh, und übrigens, hier bei diesem Krater. Hier waren wir gar nicht. Ich weiß nicht warum. Aber wenn wir hier hingehen, werden wir hier was finden, was wir brauchen. Nein, nicht hier. Habe ich vertan. Den Krater hier meine ich. Ups. Whoopsies. Ja, da sieht man es auch schon. Da ist eine goldene Kiste. Aber man muss davon... Von wo kommen wir da hin? Von hier? Ich glaube von hier. Überfliegen. Dieser Ballon da macht mich verrückt. Ja, der Vogel ist eigentlich egal. Den kann man theoretisch ignorieren, aber... Er ist eh schwach. Also, so, fertig. Kann die Schätze auch schon viel früher bekommen. In der Theorie. Und ich kriege mal ein Ork-Juwel. Ein funkelndes Juwel, das unter Orks und dergleichen Monstern heiß begehrt ist. Und ich renne da jetzt zu diesem Ballon. Ich platz den jetzt. Sonst platz ich. Plop. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich wollte gerade nur zurückrennen. Und die Luft hat mich hier hochgebracht zu einer weiteren Steintafel, die ich nie gelesen habe. Oder habe ich die gelesen? Ich lese sie einfach nochmal. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Die Goldene Insel war einst Teil von Matra und nun wohnt dort eine Macht, deren enormes Ausmaß jede Vorstellungskraft übersteigt. Ist damit... Was ist damit gemeint? Ist damit eventuell das Drachenbaby gemeint? Ich habe absolut keine Ahnung, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich seltsam, wenn ihr mich fragt. Ich zeige euch mal die Hinreise zur nächsten Truhe, weil die ist wirklich crazy. Also, ne, wir gehen hier entlang, dann kann man hier ein bisschen nach oben latschen. Und das Ding ist, ihr seht ja diesen Luftstrahl über uns, da wollen wir lang. Also, ich werde das einfach, müssen direkt irgendwie über uns kommen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie man das macht. Ich glaube, von da drüben aus irgendwie nach oben gelangen. Ach ja, und übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt so ein Ausrufezeichen überall habe... Man kann einfach die Quest von Anemon als Hauptquest annehmen und dann wird einfach gezeigt, wo die Kisten sind. Hey, das ist doch ziemlich vorteilhaft. Ja, eigentlich wollte das Spiel ein Rätsel draus machen, das war so vage gehalten, aber... Tja, daraus wurde wohl nichts. Das Spiel hat sich selbst outplayed. Und ja, diese Kisten, die ich hier sammle, die sind, soweit ich weiß, optional. Ach, schon wieder so ein Gewirr. So viele...
angebliche Schatzkisten sind nur Gewirre. Bisschen verwirrend, aber na gut. Wie soll man denn da hinkommen? Hä? Was ist das hier? Ja, hier ist die Eisenbahn, ist klar. Kann man da hochklettern? Irgendwie? Diese besonderen Gegner sollte man übrigens, wenn man es schafft, immer rekrutieren, weil es gibt dafür ein Achievement am Ende, wenn man irgendwie ganz viele von denen gefunden hat und rekrutiert hat. Ernsthaft, der wollte nicht? Okay, ich muss mir einfach diese Dinger kaufen. Okay, ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Also, wo sind wir gerade? Okay, genau. Von hier aus geradeaus, hier durch. Kann man sich hier, boing, boing, hoch. Und mein Plan ist es jetzt. Hier rüber. Nee, bis hierhin, glaube ich. Und dann mit der Luft nach oben. Denn genau auf diesem Kaktus da oben drauf, mal wieder, gibt es einen dieser Juwelen. Für die ich mich jetzt anscheinend entschieden habe zu sammeln. Warum auch immer. Aber ja. Genau, dann müssen wir hoch. Und unter uns ist der Luftstrahl, der uns dahin führen sollte. Genau. Das bedeutet, wir können theoretisch hier einfach runterfallen. Egal, auf welche Art und Weise, einfach hier runterfallen. Ah, man kommt auch von der Wüste aus hier rein. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Verstehe. Man muss also gar nicht hochklettern. Na gut. Dann auf geht's. Da, 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 da. Cue the epic music. Ja, da müssen wir eigentlich hoch. Es gibt hier aber noch einen Eingang. Und ich weiß nicht, wie einfach es ist, hier hochzuklettern. Deshalb gehen wir erstmal hier durch und... Aua! Schauen mal, was es hier überhaupt gibt. Oh Gott, das bringt mich ja nur wieder... Hä? Voll dumm. Nee, das wollen wir auf keinen Fall. Das bringt uns ja nur wieder zurück. Nee, stopp. Wie viele Silberschätze hier rumlungern. Kann man bestimmt irgendwie nach oben bouncen. Ja. Da komm, bitte. Boing. Ja, doch, das funktioniert. Das funktioniert. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Und sich Zeit nehmen dafür. Nicht so komisch machen wie ich. Ballon! Als ob da... Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Ballon. Platz. Mach Platz, Ballon. Denn wieder ist unterwegs. Aber es wird kein Spaß, die restlichen Ballons alle zu finden. Hey, it's close. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ganz oben wird es bestimmt wieder nicht sein. Es ist bestimmt dann wieder unten. Nur wo? Oh, gefunden. Oh, hier ist noch ein extra Schatz. Klar, nehme ich mit. Warum nicht? Wenn er mir hier schon auf dem Serviertablett geliefert wird, dann nehme ich den auch mit. Wow, cool. Wow, cool. Und ein Henkerjuwel bei Henkern, sehr beliebt. Ja, haha. So Freunde, wir machen jetzt auch eine kleine Erkundungstour, denn dort oben ist einer der drei Kisten, die wir suchen, und natürlich ist hier in der Nähe noch eine Juwelenkiste, die wir natürlich auch noch suchen. Hier ist die Steintafel im Sand und hier an dem Kaktus ist das Juwel. Da ist auch noch ein Kaktus. Ich weiß nicht, ob der noch wichtig wird. Ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, wie man hier lang kommt. Wahrscheinlich von unten hochgeflogen kommt man hin. Oder man tippt sich einfach hier zum Bahnhof und fliegt so hier hin. Hier spielt keine Musik. Bisschen unangenehm. Na gut. Ist halt die Frage, wie man da am besten hochkommt. Ne? Ah, die Gegner, ich sehe schon, die sind hier nicht ohne. Die haben Stärke. Die haben schon was drauf. So, boom. Ja, oh mein Gott, krank. Silberschätze. Ja, wie Sand, ne? Hier ist halt ziemlich viel Sand, also somit auch sehr viele Silberschätze. Wenn ich das da hinten sehe, wenn ich so etwas sehe, ja, dann platzt mir der Kragen. Komm schon. Ich sehe es dann auch nicht mehr aufploppen da hinten.
Hol ich's gleich? Hol ich's jetzt? Ich will's jetzt holen. Komm ich da überhaupt lang? Nee, das hol ich mir jetzt. Bisher werde ich so einen goldenen Ballon sehen, so einen gelben Ballon. Dann will ich ihn auch platzen lassen. Ich will ihn nicht mehr in meinem Auge sehen. Auch wenn es natürlich ein schöner Ballon ist. Ich will den nicht mehr sehen. Da oben ist ein Baum? Wo bin ich hier? Das ist ja nicht mal auf der Map. Komisch. Den muss ich doch von hier auch bekommen, oder? Bestimmt. Bestimmt kriege ich den von hier. Bestimmt. Bestimmt kriege ich den auch jetzt. Danke. Okay. Auf nach oben! Irgendwie. Ich find schon da raus. Und das noch ein Ballon! Ob ich den von hier bekomme? Das könnte funktionieren. Na, ich muss sowieso gleich zum Kaktus. Verschwinde, blöder Hades-Kondor! Ich muss da hoch! Das ist eine der drei Schätze von Prinzessin Anemone! Und ich hoffe wirklich zutiefst, dass ich alle drei Schlüssel auch besitze, weil wissen tue ich es tatsächlich nicht und... Ach, das ist nicht wert. Wenn er abhaut die ganze Zeit, dann komm, dann hauen wir auch ab. Ich brauche deine Landeier eh nicht, Mann. Du Landei. Kommt er hoch? Yes. Please, 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 police. Please, die police, please. Wow. Edel. Die grüne Schatztruhe ist verschlossen. Aber Mila scheint einen passenden Schlüssel im Gepäck zu haben. Die grüne Truhe öffnet mit dem grünen Schlüssel. Yes! Mila dreht den Schlüssel im Truhenschloss. Wird auch hoffen. Und der Deckel springt auf! Mila wirft einen Blick in die Truhe und findet eine grüne Steintafel. Auf der Tafel steht eine Inschrift, aber solche Zeichen habe ich noch nie gesehen. Hier lassen sollten wir das Ding aber wahrscheinlich nicht. Es sieht aus, als könnte es wichtig sein. Nehmen wir es mit. Grüne Steintafel. Eine grüne Steintafel, die in einer Truhe gefunden wurde. Auf ihr befindet sich eine seltsame Inschrift, die noch niemand zuvor gesehen hat. Wenn es eine entziffern kann, dann Prinzessin Anemone. Da bin ich mir ganz sicher. Und das Ding hier hinten nehme ich auch noch mal mit. Ach ja, die Welt von Dragon Quest. Treasures ist noch nicht zu Ende. Ich habe zwar die meisten Kisten hier übersehen oder extra nicht mitgenommen, aber das macht ja absolut gar nichts, weil wir die eh nicht brauchen. Das meiste davon ist eh nur Essen oder Medaillen. Prinzipiell nichts wirklich. Ein paar Wichtiges. Wichtig ist aber, dass wir hier die 100% anstreben. Schlapper, schlapper. Sabber, sabber, schlabber, schlabber. Und das tun wir hiermit. So ein Ballon im Real Life zu haben, wäre bestimmt ganz cool. Etwas. Ich habe ja gerade einen Steampunk gesehen, aber ich kämpfe gleich nicht. Und plopp. Okay, wo ist es? Ist es oben drauf? Was? Was? Gegnerteam? Rivalenteam? Ballon? Ballon? Das war zu tief. Was zum... Okay, hab's bekommen. Oh nein. Was geht hier ab? Wieso ist der Gigant so hoch gelevelt? Komm schon, gib mir Stufe 3. Schön. Mann, ich will mal die von Lios zeigen. Dann will wir mal eine neue sehen. So. Zeig's euch mal. Yeah, das ist übrigens die Drachenfesseln. Gewittriges. Ich hab's nicht gelesen. Passt schon. Das macht seinen Job. Was ist das denn? War das Steampunk? Oh, nett. Okay, und hier ist es. Einfach unten, beim Kaktus. Hades-Kondor-Juwel. Ja. Genau. So sieht's aus. Freunde, ihr seht dort hinten den Kaktus. Dort drüben. Die Kakteen, die zeigen scheinbar immer an, wo sich einer der Juwelen befindet. Das wollte ich nicht machen. Ich bin gespannt, wie ich da hinkomme. Ich bin mir nicht sicher. Ob von hier oben sich nochmal alles
anzuschauen, zu betrachten, das hat was. Oder? Ich finde schon, das hat irgendwie was. Und hier sieht man auch total, wie riesig beispielsweise allein nur diese Map hier ist. Und ich falle auf den Boden. Ich knall auf den Boden. Oh oh. Ich glaube, der einfachste Weg, darüber zu kommen, ist von hier aus zu fliegen. Ganz kurz auf der Map zeigen, damit ihr wisst, wo ich bin. So. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier ist auch dieser riesige. Das riesige Horn, glaube ich, soll das sein. Hier geht es auch so runter. Da unten waren wir schon öfter. Aber ja. Doch, das scheint der richtige Weg zu sein. Hier waren wir aber auf jeden Fall schon mal. Scheinbar haben wir uns aber nicht gründlich genug umgesehen. Was schon ein bisschen schade ist, aber was soll's. Ja, und die Schätze, die um mich rum sind, die nehme ich halt wirklich nur mit, wenn sie gerade auf dem Weg liegen, wenn ich sie gerade finde. Weil ich suche jetzt nicht nach denen. Das ist mir wirklich relativ egal. Kann man so sagen. Komm, hoch da. Danke. Boing. Da ist es. Oh, so viele Geräusche heute. Ah, und eine Pause davon. Gib mir einfach den Schatz, den, die ruhelose Rüstung, als will. Yay. So, und ich sehe gerade, die Folge wird ein bisschen zu lang, deshalb werden wir die andere Hälfte in der nächsten Folge einfach machen. Seid gespannt, seid gehypt, machen die anderen beiden Kisten genauso wie die restlichen Juwelen. Und ja, noch vieles mehr.